Ronda zum Gruße und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Herokon Online. Also wir sind in der Altenauer Heide angekommen. Wenn ich wir sage, nicht wundern, das mache ich öfters, weil ich dann euch und mich meine. So, das sind viele auf einmal, das werde ich nicht packen. Darum werde ich mir einen herlocken. Komm mit. Nein, da kommt noch einer angerannt. Was bist du denn für einer? Komm. Also Finte klappt ganz gut. Mit dem Wurfschlag treffe ich nicht so gut. Yeah. Heldentat erfüllt. 10 Goblins umgebracht sehr wahrscheinlich. Aber das gibt halt auch ein bisschen Erfahrungspunkte noch, wenn ich diese Achievements halt freischalte. Aber die sind anfangs noch nicht der Rede wert. Vielleicht werden dann irgendwann mal etwas sinnvoller, also mehr geben. Ich glaube, Winter war der nächste Schlag trifft, genau. Auszuweichen und so weiter. Ah, okay. Ein paar Wildschweine, einfach nur um ein bisschen zu trainieren. Ja. Eigenwilliges Reitschwein. Ah, die Goblins reiten da drauf, okay. Komm, treffe schon. Also. Ah, und ich habe auch nicht mehr das Amulett, was ich da für die Quest hatte. Schäbige Armstulpen. Ja, bringt nichts. Das Zeug können wir alles verkaufen. Panzerstecher, der ist auch nicht so gut. Da liegt die Leiche. Das war, glaube ich, eine der Quests gewesen. Du hast Robans Leichnam gefunden. Es kreisen ganze Scharen von Fliegen um sie herum. Robans Leichnam erhalten. Aber da wir ja auch noch eine Quest mit dem Zwergenstahl haben, werden wir das jetzt erstmal machen. Na komm. Zwei packe ich ja wohl. So, und dann werden wir jetzt mal die Ausdauer wieder voll machen hier. Wir schauen uns in der Zeit mal gerade an, was wir hier für Armstulpen gefunden haben. Die machen 3 Rüstungsschutz, die nehmen wir mal. Na, lädt da hier. Nice. Also das finde ich auch schön gemacht, das war letztes Jahr auch noch nicht da, dass du die Charaktere so sehen kannst. Die richtige 3D-Modelle. Das ist schon sehr schön geworden. So, wie sieht es denn aus? 3,9. Ja, das wird etwas dauern, bis wir da auf 5 kommen. Ein Eimer. Weg damit. Ja. Ist sowieso nicht viel wert. Magloses Griswoldsfell behalten wir mal. Schürhose. Ist nicht viel wert. Weg damit. Brauche ein bisschen Platz. Ich müsste mir mal neue Plätze kaufen. Oder durch Fex-Sterne hoffen, die zu kriegen. Ja, das ist doch alles nichts wert. Ja, das
das ist ein bisschen was. Das behalten wir mal die Waffen. Questgegenstände nach unten. Da gibt es eine Quest, wie meine ich, mit dem makellosen Fell. Den darüber, Tränke dahin. So, ein bisschen Ordnung reingebracht. Verjage die lästigen Rotpelze. Da ist ein Schamane bei. Komm nochmal hoch, Schamänchen. Ja, genau. So habe ich mir das gedacht. Schön einzeln. Latthaut voll wieder. Ui. Vernichtet. Das letzte Mal, wo ich die gemacht habe, war hier auch keine Truhe, sondern da musste ich, glaube ich, einfach hier irgendwie rumrennen, bis ich die gefunden hatte. Ah, Zwergenstahl, sehr gut. Nehmen wir mit. Das ist natürlich besser mit diesen Truhen, dann weiß man auch, wo man hin muss und rennt nicht hier querbeet irgendwie an den Stellen, bis sich das aktiviert. Finde ich nicht schlecht geregelt. So, den da oben nehmen wir natürlich noch mit. Ui, und da haben wir, glaube ich, wieder was bekommen, was wir tragen können. Schäbige Stoffhandschuhe. Nee, die haben nur Behinderung. Weg damit. Das ist was für Magier. Schäbige Haube, dasselbe. Das ist halt sowieso nicht viel wert. Ui, das ist ein bisschen mehr Rüstungsschutz, aber auch mehr Behinderung, aber das nehmen wir trotzdem. Hier kommt keiner durch. Ja, neu gespawnt. Wir rennen da einfach jetzt durch und beenden die Quest oben. Ah, das ist ganz schön am Lecken momentan. Okay, warum schreien die hier so? Tote Wölfe? So, da ist er. Ja? Bei Ingrim, das ging ja fix. Das war ein guter Handel. Hier hast du deine Waffe. Dankeschön. Hatten wir nicht irgendjemanden, der hier noch eine Quest hatte? Suche Timborn, das ist natürlich wieder weiter südlich, aber wir hatten noch Rekruten. Hamslichen. Ah, ich muss 5 Steppenräuber besiegen, ne? Stimmt, das muss ich auch machen. Spätes Erwachen. Wofür habe ich denn jetzt hier diese Leiche? Robans Leiche, die sterblichen Überreste, das Aussehen und Geruch verraten. Flucht in den Tod. Questgegenstand.
Flucht in den Tod. Da, bring Sabra die Leiche. Also auf nach Greifenfurt. Kann ich sowieso dann direkt im einen Mal meine Schwerter und so, die ich bekommen habe, verkaufen. Um mich einen Platz zu schaffen. Ah ja, das war das gewesen, weil die war geflohen dann da mit dem Kind und er ist gestorben für die. Aber die konnte kein Bohrendiener dann die Leiche übergeben. Ihr habt meinen Roba nach Hause gebracht. Nun kann ich wenigstens dafür sorgen, dass seine Seele den Weg in Borons Hallen findet. Hab vielen Dank. Hier ist das Amulett, das ich versprach. Mögen die Zwölfe euch segnen. Die Zwölfe mit dir. Sehr schön. Ein Amulett, was wir direkt mal anziehen werden. Mut plus 1. Nice. Oh, und sie hat direkt noch eine Quest für mich. Die Zwölfe zum Gruße. Danke, dass ihr euch die Zeit nehmt, mich erneut anzuhören. Ich, ihr, also, es ist mir ein wenig unangenehm. Ich möchte nicht, dass ihr schlecht von mir denkt. Mein Roba, er hätte eigentlich etwas bei sich haben müssen. Ein paar Edelsteine, unser Familienvermögen, um genau zu sein. Er hatte sie in seine Jacke eingenäht. Doch jetzt sind sie weg. Er hatte sie nicht mehr bei sich. Ihr habt sie nicht zufällig gesehen? Sie musterte dich aufmerksam und seufzte dann erleichtert. Etwas anderes hätte ich auch nicht von euch gedacht. Ich habe eine Ahnung, wer die Steine gestohlen haben könnte. Ein Schurke namens Gisbert Seldom. Wir trafen ihn in Eslamsroden auf unserem Weg nach Greifenfurt. Verschlagenheit und Gier sprechen aus seinem gesamten Wesen. Deswegen lehnte Roban es auch ab, mit ihm gemeinsam zu reisen. Doch irgendwie muss der Schurke gemerkt haben, dass wir etwas von Wert bei uns trugen. Bestimmt hat er die Steine gestohlen, während wir schliefen. Sie waren alles, was wir hatten. Wie sollen wir jetzt überleben? Wir haben kein Dach über den Kopf und nichts zu essen. Bitte helft uns. Die Zwölfe mit dir. Ja, da können wir ja gar nicht anders als tapferer Held. Halt. Wieso geht das mit der Quest nicht? Finger Thimborn. Findest du in der Stadt Greifenfurt. Was haben wir hier? Bevölkert einer. Hm. Dann gehe ich hier drüber halt. In Greifenfurts Taverne nach Gisbert Seldom. Das machen wir doch mal. Suchen wir die Kneipen auf. Quatschen wir erstmal den da an. Ja? Was willst du von mir? Hm.
Gisbert, ja, den Halunken kenne ich. Hängt oft hier rum. Schmeißt in letzter Zeit gerne mal eine Runde für alle. Der verdammte Aufschneider hat bestimmt irgendeinen großen Fang gemacht. Was willst du von dem? Bäh, bleib mir vom Leib mit armen Witwen und Waisen. Mir langt zu wissen, dass du Gisbert ordentlich aus Maul haust. Deswegen sag ich dir auch gerne, wo er steckt. Draußen im verlassenen Dorf hockt er, hat sich dazwischen ein paar Strolchen eingenistet und hofft, dass ihm das was bringt. Naja, hat's bisher auch. Aber nun ist er dran. Bis wir uns wiedersehen. Ja, dann gehen wir doch direkt mal dahin. Ich hoffe, das war die Wahrheit. Es ist auch eine Quest, die ich noch nicht kenne. Den hatten wir, glaube ich, auch noch nicht. Herold der Mark, der Ausrufer der Markgräfin, der mit voller Stimme die neuesten Nachrichten und Beschlüsse bekannt gibt. Die Zwölfe zum Gruße. Wenn ihr die Mark von der Bande des Lareshaken befreien wollt, meldet euch bei der Markgräfin im Praios-Tempel, wo sie den Zwölfen für die Verschonung ihres Sohnes dankt. Die Zwölfe mit dir. 1440 Erfahrungspunkte. Das bringt ordentlich was. Das ist aber auch eine längere Quest. Ab 6 annehmen. Da schauen wir aber später mal. Wir gucken jetzt erstmal, was wir hier gerade für eine Quest haben. Hier wäre außerdem dieser Überfall gewesen von diesem Händler, der mit der... Oh, hier, krass. Der, den ich ausrauben sollte wegen der Bierlieferung. Oder, aber das wäre ja nicht gerade Rondra gefällig, deswegen habe ich es nicht gemacht. So, schnappen wir uns mal hier diese Wegelagerer. Erschöpfter Lunke. Oh, Stufe 10. Ich hoffe, das packe ich. Los, nimm das. Ah, das hat ja ganz gut geklappt. Listige Wegelagerin. Ey, ordentlich. Das sind Gegner, die ich so noch nicht gesehen habe. Sieht schön aus, finde ich. Gefällt mir. Komm, noch einen schönen Wuchtschlag drauf. Ey, da kommt einer zu Hilfe. Das ist nicht gut. Komm, ey, schnell, nimm Trank. Ah! Den Trank habe ich dann noch genommen. Verdammt. Tja, das ist schon nicht ohne hier. Vielleicht sollte ich erstmal ein paar andere Quests machen. Die sind schon ein paar Level über mir. Ein einzelner klappt auf jeden Fall, aber mehrere auf einmal könnte ein bisschen knapp werden für mich. Schauen wir gerade mal hier auf die Map. Ah, das ist nicht weit entfernt, der Familienschatz. Ich würde sagen, ich gehe erstmal wieder zurück und mache noch ein paar andere Quests. Damit ich ein bisschen höher im Level bin, mir ein bisschen die Werte verändern kann. Zum Beispiel das Schwert, damit ich parieren und Attacke was höher habe. Was haben wir denn da noch für Quests? Der besondere Duft gegen die Spinnen. Das können wir zum Beispiel machen. Ja, würde ich sagen, das nehmen wir als nächstes. Aber bevor wir das machen, machen wir hier einen Break. Die Zwölfe mit euch, nieder mit den Namenlosen. Bis zum nächsten Video.